Hallo Riho, werde Borderlands-Fans und machen heute Alter Ego gottlose Monster. Ich habe die Flugblätter durchgesehen, die du gesammelt hast und bin zuversichtlich, dass es da draußen etwas Interessantes zu entdecken gibt. Ihre primitiven Zeichnungen drehen sich um eine Art Monster namens Slither. Vielleicht, ist das denn, heißen nicht so die Dinger aus Magic the Gathering, Slither Deck? Vielleicht geben sie ihr religiöses Projekt auf, wenn du ihren Gott tötest. Das mag sein, lass uns das ausprobieren. Ist auch auf der Karte hier, hoffe ich mal. Catch a ride, genau, was für eine Farbe heute? Orange nehmen wir heute. Ich hab die Karre. Dann einfach nur am nach Norden in dieser Karte. Das klingt schön leicht, das machen wir. Wuhu! Boost vorbei. Dass der unbedingt limitiert sein muss. Ja, man könnte fast unendlich Boost machen, weil man kann man den eh nicht die ganze Zeit ansetzen, weil man den nicht gut in Kurven einsetzen kann. Oh. Ah, der ist auf dem Schrottplatz. Wir waren ja mal auf dem Schrottplatz wegen Batterien sammeln. Ich habe gedacht, hier war irgendwann mal irgendein Boss. Das ist er. Das ist der Boss auf dem Schrottplatz. Der Gott. Der Gott Slither lebt auf dem Schrottplatz. Betet den Schrottplatz an. Ja, genau, das ist sein Skulpturding da, ja. Oh je, nicht, dass mir gleich alles im Rücken fällt. Ja, bum bum, genau, da ist er. Oh, da ist er, Slither. Ja, yeah, volles aggressive Liste, ne? Lass mal mein Türmchen ein bisschen machen. Mal gucken, was mein Turm macht. Trifft mein Turm? Ist mein Turm stärker als der Gott? Oh ja, er macht ihm was. Er macht ihm nicht viel, aber er macht ihm was. Hau ihn um! Hau den Gott um! Yeah! Ein Duell. Ja, okay. Droppt er immer die Waffe? Weil der wirkte jetzt erstmal nichts Besonderes. Na dann, zurück! Wir haben den Gott gekillt. Man kann sich Kratos ein Scheibchen abschneiden, so leicht wie das geht. Dieses Slither-Ding ist tot. Das wird den Fanatismus der Banditen bremsen. Danke, dass du dich dieser Angelegenheit angenommen hast. Irgendeine The Dwarf. Das war doch, da war irgendwas Besonderes an dieser Waffe. Es war eine grüne, man unterschätzt sie total. Irgendwas Cooles konnte man mit der machen. Irgendein Mordecai-Bild ging mit dem Ding so ab wie Schmitzkatze. Was war denn da? Ah, guckt mal auf meine Munition unten rechts. Das war das Besondere. Das war eine super wie Sekundärwaffe für Mordecai, wenn man auf ein Pistolenbild gemacht hat und die Munition war leer. Dann konnte man die ziehen. Und dann hatte man unendlich Munition. Die war zwar nicht mega stark, aber man muss ja sogar nie nachladen. Also, die Builds, die brauchen nach dem Nachladen, hast du eine Weile extra Stärke oder sowas. Das ist natürlich kacke. Ja, genau. Ich kann mich erinnern. Oder zum Snipern. Vielleicht behalten wir die Waffe zum Snipern. Einfach nur da hinten und da ist dann was. Und dann hält man einfach nur drauf. Geht nur mit Schlafen. Kommt wieder und habe ich schon oft genug getroffen. Witzig. Ja, würde ich behalten. Einfach nur so aus Prinzip. Mal wer weiß, wann wir mal drüber stolpern und die brauchen können. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssikowski und bye bye.